Hallo, liebe Zuschauer. Vor 2 Wochen hat die Bundesregierung ihre sogenannte digitale Agenda vorgestellt, an der es eine ganze Menge Dinge durchaus zu kritisieren gibt, nämlich, dass es quasi nicht digital und keine Agenda. Es hat mit Netzpolitik nämlich kaum was zu tun, sondern es werden mehr so ein bisschen Plattitüden dort genannt. Und es ist keine Agenda, weil es weder eine Vision enthält, noch konkrete Schritte zum Umsetzen. Man merkt, dass der Großen Koalition in Berlin das Internet immer noch suspekt ist, dass es für sie im Grunde nur aus Kunden einerseits und Unternehmen andererseits und der Leitung dazwischen besteht. Wir finden in der digitalen Agenda nichts, zum Beispiel in den Bereich Arbeiten in der Zukunft, wie sich das Internet auf unsere Arbeitswelt auswirken wird, wie wir in Zukunft lernen werden, das steht in der digitalen Agenda nicht. Partizipation und E-Government kommen nicht drin vor und die Umsetzungsschritte, die da drin stehen in Bezug auf Breitband, da geht es mehr darum, den Status quo praktisch überall möglichst durchzusetzen. Es hat nichts Visionäres daran. Daraufhin haben wir uns entschlossen, einen Antrag für das kommende Plenum im Landtag Nordrhein-Westfalen einzubringen, wo wir über diese Themen diskutieren können und wo wir halt unsere Vision einer digitalen Agenda vorstellen können. Das ist der Plan, das wird nächste Woche stattfinden.